Hallihallo und herzlich willkommen zurück in Fernholzruh. So, es gibt momentan eine kleine Änderung für ab nächste Woche. Ich werde Fernholzruh mal für 2 Wochen pausieren, da ich noch ein paar Sachen erledigen muss und momentan hier langsam auch die Luft raus ist, aber auch draußen muss mal sein, da man sollte ja nicht spielen, was einem nicht Spaß mehr macht oder so. Aber also denk mal, vor 2 Wochen Pausen sollte reichen. Und die Streams werden weiterhin geben. Also Steampunk und Bad Create 2. Und wir werden hier erstmal die Linie fertig machen. Da ich kenne, dass ich das da dann, wenn man das nicht fertig macht, dann beim Anfang dann ewig vergessen habe, was gemacht wurde. Also von dem her werden wir das hier noch fertig bauen. Ah, ist doch hier und da. Ja, das Mal sind wir hier wieder runtergefallen. Und das hier hoch. Ufe zu steil. Wie soll ich. Ah, Moment, hier war gerade was. Ja, hier, aber da muss ich das Teil noch entfernen. Das hier kommt noch weg. Also den muss ich noch schauen, was da mit dem Server los ist. Der ruckelt hier extrem. So klar, dass mir da irgendwas doppelt immer irgendetwas. Was aus. Oder Moment, ich hab das noch sicher getan. Darum sieht das ausgelöst aus. So. Dann ist hier noch ein paar Sachen, die entfernt werden müssen. Das auch noch. So, ich glaube, das war's. So. Okay, hier muss man auch was entfernen. Sonst kann hier das Teil glaub hängen bleiben. Dieses Teil. Sollte klappen. Klapp. Und jo, nicht. Sollte hier klappen. Juch. So.
Zack. Und dann könnt ihr dann auch noch gleich das Weichensignal öffnen. Ach nein, ich wollte ja nicht hier hochfliegen. Okay, das Eisen-Golem-Problem besteht weiterhin. Irgendwo hatte ich glaube, nein, das ist der Bahnhof. Irgendwo habe ich glaube einmal ein Weichensignal gesehen. Formsignal. Ich weiß gar nicht, ob es das gewesen ist. Könnte es sein, aber bin da nicht sicher. Ich glaube, es endet das Teil hier. Ist der Unterschied hier? Okay, auch noch machen wir mal. Moment. Gute Belästigung. Messing. Haben wir hier schon Messing? Wir schon. So. Okay, Messing und dann auch Holz. Denke, ja, eine Weiche reicht. Okay, da ist die Bruch. Deaktivieren. Und ein Hebel. Und jetzt noch ein Präzisionsgetriebe. Also 5 mal kleine Zahnrad. Wir haben dann nein, das heißt nicht Adam. Andesit heißt das Teil. Okay, nur ein Stück. Ach du Kacke, wir haben kaum Andesit. Kurz überlegen. Ist noch. Es reicht. Diorit hätten wir noch. Ich hoffe, das geht hier. Ja, es geht. Dann können wir hier noch ein paar Unterschiede craften.
Okay, heißen. Markets machen. So, was war das nochmal? Okay, das heißt 5 Eichen Nuggets. Und dann die noch die Zahnräder. Sind die Holz. Die. Ach, mich da. Nein, das waren die Wellen, nicht Stickies. Die Wellen haben wir auch keine mehr. Diesem können wir auch nie genug bekommen. Dann von diesem hier ein Stück. Und dann noch vom großen Zahnrad auch noch 5 Stück. Oh, okay, stimmt. Ja, bitten wir. Wo reicht diese Ding noch? Okay, dann kaufen wir noch das andere noch dazu. Was haben wir? Okay, zum Glück haben wir hier die. Items schon zusammen. Auch noch schnell. Zusammenbauen. Nicht. So, jetzt stimmt's. Also beim ersten kommt das kleine Zahnrad rein, das zweite das große und beim letzten das Eisnugget. Dann das Ganze noch starten. Stimmt, Moment, was war das hier? Goldplatte. Da gibt es keins. Müssen wir schnell machen. Das müssten wir jetzt einfach mal 5-mal. So durchlassen, dass es ein Präzisionswerkzeug Gerät gibt. Es gibt aber ein kleines Prozentsatz von 9%, dass das Gerätwerkzeug nicht fertig wird. Soll irgendein Restprodukt rauskommt. Ja, wie jetzt, das ist jetzt schief gegangen. Okay, nochmal das Zeug craften. Aber ich mache ein wenig mehr von diesen. Wie heißt das Zeug nochmal? Diesen Zahnrad und so. Welle, nicht der Sticky, damit kann man ja gar nichts machen. Sagen wir mal 10.
Und wo ist jetzt? Und von diesen auch mal 10 machen. Dann noch die Nuggets. Dann noch Goldplatte. Da machen wir auch mal 2 Stück. Mal eins rein. Aber bei machen lieber 2, dann sind wir auf der sicheren Seite, was das andere hinüber ist, dass wir das nicht nochmal einschmeißen muss. Ich glaube noch einmal und dann ist es fertig. Vielleicht doch noch einmal. So, okay, sind beide gut gegangen. Ich brauche nur 1. Und dann können wir schon. Dachte ich, hatte. Ah, das hat irgendwie schon verbraucht. Holzplatte. So. Jetzt darf ich wieder zurückfliegen und dann das Teil einsetzen. Autsch. Ich hoffe, ich glaube, das geht nicht gut. Nicht gut. Oh. Ja, ging eindeutig nach hinten los. Ach Mist. Der Waypoint dort. Ruinen. Nein, überhaupt nicht. Okay, dann laufen wir einfach mal rund. Aber ich will hier gleich dunkel, da können wir auch hier reingehen und schlafen gehen. Wie kommt hier ein... Nein, ich frag mich erst gar nicht. Manchmal gehen hier Sachen vor. Da sollte man keine Fragen stellen. Ich liege hier noch bequem. Mit einer Rakete in der Hand.
So, das ganze Zeug nochmal wieder anziehen. So, das soll, hier kommt man runter. Und eigentlich müsste man das Papier anklicken. Vielleicht doch nicht. Das hier anklicken. Okay, das sehen wir dann, wenn wir die Loren gebaut haben. Aber ich denke mal, soweit so gut. Ich werde den Waypoint hier, den Todespunkt mal deaktivieren. Also, der Rest werden wir nach der Pause weiter bauen. Ich denke, bis dann habe ich dann, das fängt ja gut an. Werden wir dann, also, ach, ich habe die blöde Elytra, ja. Jetzt ziehen wir aus, bevor noch ein Unglück passiert. Also wir werden dann nach der Pause dann weitermachen hier. Ja, bis dann habe ich bestimmt wieder Ideen, aber momentan habe ich nicht mal einen Plan, wie das Haus aussehen soll. Aber denke mal, die Haus werden gut tun die 2 Wochen und dann gehen wir hier wieder ran. Also dann bis zum nächsten Dienstag um 20 Uhr. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich den Streamplan gemacht habe. Dann kommt wieder Betty Create und wir sehen uns da wieder. Also, danke fürs Zuschauen und tschüss.